Ich habe vor kurzem angefangen, Alphas zu schauen. Alphas ist eine Science-Fiction-Serie auf dem US-Sender Sci-Fi und klar, als Serien-Junkie probiert man natürlich immer mal wieder neue Serien aus und guckt, ob die irgendwas taugen. Und ja, letztendlich kann ich das, also ich bin mir noch so ein bisschen uneinig mit mir selbst, aber so bisher ist mein Eindruck eher so, dass man getrost die Finger von Alphas lassen kann. Es wird jetzt auf jeden Fall gespoilert. Alphas ist der, ja, die stereotypischste Serie, die man sich eigentlich nur vorstellen kann in Bezug auf diese Thematik, die sie hat, weil Alphas ist letztendlich die genau der gleiche Plot wie X-Men, wie Heroes. Nicht ganz wie Misfits, aber letztendlich immer dieses, so eine Art Evolution des Menschen. Auf einmal haben alle Superkräfte und so weiter. Und es ist, ja, sagen wir mal so, es ist so gelöst, dass es eine Art Crime-Serie ist und die Menschen mit den Fähigkeiten, die lösen eben besondere Fälle, in die auch Alphas, also die Übermenschen heißen in diesem Film Alphas oder in dieser Serie vielmehr, heißen Alphas. Und ja, die Alphas, die für dieses Team der Regierung arbeiten, lösen eben Fälle, die irgendwie mit kriminellen Alphas in Verbindung stehen oder vermeintlich mit Alphas in Verbindung stehen und so weiter. Und es wird einfach auf Dauer extrem langweilig und es ist auch, also ich bin jetzt gerade mitten in der zweiten Staffel, was jetzt gerade die aktuelle Staffel ist, und es wird so schnell langweilig und voraussehbar, was passiert, weil es ist genau der gleiche Plot, der schon bei Heroes und X-Men aufgegriffen worden ist. Es kommt an die Öffentlichkeit, dass es solche Menschen gibt, die Mutanten, Alphas, wie auch immer man die nennen möchte. Und die Menschen kriegen natürlich Angst und was passiert? Man sperrt sie weg. Das ist genau das, was am Ende der ersten Staffel, Anfang der zweiten dann passiert und so weiter. Und das kann man sich echt sparen, weil an sich ist hat die Serie das Problem, dass eigentlich die Charaktere, abgesehen von ihren Fähigkeiten, total uninteressant sind. Es wird auch kaum auf sie eingegangen. Ich kann mir auch kaum die Namen merken, so uninteressant sind die Charaktere. Der einzige Name, den ich mir merken konnte bis jetzt, war Gary. Und das auch nur, weil er Autist ist und interessant ist. Er hört die ganze Zeit an. I don't want to be touched. Leave me alone. Und das macht ihn komischerweise interessant. Alle anderen Charaktere, ja, man wird nicht so richtig warm mit ihnen. Es gibt eine Tussi, die hat die Fähigkeit, dass sie andere dazu zwingen kann, das zu machen, was sie will. Gab es bei X-Men genauso und gab es auch bei Heroes. Und man kann sich die Fähigkeiten merken, wenn man so denkt, so. Es wäre schon cool, sowas zu können. Aber das war's dann letztendlich. Und unterm Strich bleibt eben das einfach nur eine Crime-Serie wie CSI und alles Mögliche auch. Und das wird genauso langweilig, weil es ist immer nur neuer Fall, er wird gelöst und zack, nichts erreicht. Und von daher, wenn euch diese Thematik mit diesen Mutationen und so weiter interessiert, schaut Heroes, habt ihr wesentlich mehr von, wurde da wesentlich besser aufgegriffen und die Besetzung ist auch wesentlich interessanter. Oder wenn ihr mit dem britischen Englisch klarkommt, schaut Misfits, da wird es etwas anders aufgegriffen. Bei Misfits geht es weniger um die Fähigkeiten, sondern geht es einfach mehr um irgendwelche Teenager, die eigentlich versuchen, mit ihrem Leben klarzukommen, weil sie müssen auch alle Sozialstunden ableisten und so weiter. Und kriegen eher durch Zufall solche Fähigkeiten. Und das wird dort eben auch ganz anders aufgegriffen. Und das ist eine wesentlich interessantere Serie. Also schaut Heroes, schaut Misfits oder wenn ihr Fans der X-Men-Serie seid, dann schaut X-Men. Aber Alphas, so wie es aussieht bisher, könnt ihr euch echt sparen. In diesem Sinne.